So, und da sind wir auch schon wieder hier zurück zu Stardew Valley. Wir waren ja das letzte Mal schön entspannt, in Anführungszeichen, entspannt in der Mine. Wir haben einen Haufen Zeug gekriegt. Ich schmeiße einfach mal das hier rein. Die Schuhe, weil die werde ich verkaufen. Die sind schlechter als die, was ich jetzt habe. Wir haben aber auch ziemlich viel zum Einschmelzen bekommen. Und ich würde sagen, da fangen wir auch gleich an. Tuck, 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 tuck. So, aber auch hier grüne Alge, weiße Alge, Sweet Pea, hier rauf muss ich. Kohle, Topaz, Geode, Copper, Earth Crystal, Quarz ganz viel. Sap Slime, Bug Meat Ding. Wir haben ganz viel bekommen. Aber wir schauen jetzt erstmal unsere Post an. Was gibt's denn Neues? Morgen ist das Lua. Morgen ist das Lua-Festival. Ist auch, ja, irgendwas Besonderes sollen wir mitbringen. Für die Suppe. Und unser Kupfer ist fertig. Morgen ist das Lua. Sonst irgendwas zum Einschmelzen? Ja, ja, das hier mit. Das mache ich jetzt mal nicht. Noch nicht. Schmeiße ich es mal so runter. So. Und wir müssen aber auch einmal zu unserer lieben Lea, die ja ich... Wo wir erst ein Herzchen haben. Die sich ja am Strand befinden müsste heute. Sie kriegt nämlich noch einen Salat von uns. Sie liebt ja Salate. Und da bringen wir heute auch eins bei. Eins vorbei. Ein Salat bei. Vorbei. Da freut sie sich bestimmt. Warum ist es schlecht geworden? Ich habe kein Wasser mehr. Es hat doch gestern geregnet. Oder schaut es so aus? Es ist vertrocknet. Bin ich mir sicher. Bin mir ziemlich sicher, dass das vertrocknet ist. Und alles einmal schön ordentlich bewässern. Und wir können gleich einfach nochmal Wasser holen gehen. Unsere Gießkanne ist leer. Zack. Hier nochmal das gleiche. Es ärgert mich, dass wir es in der letzten Folge nicht geschafft haben, bis 20 runterzukommen, sondern es bei 19 dann einfach der Tag zu spät geworden ist. Ja, das ist schlecht. Das war schlecht. Ein Zug kommt, ein Zug kommt. Dann werde ich da. Wir haben noch ein paar Seeds. Radieschen einfach nochmal einpflanzen. Warum ist es schlecht geworden? Ach, das war von den Mix-Seeds, oder? Das war von den Mix-Seeds. Zack. 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 Ja, und hopp. Nice. Das Feldchen ist bewässert. Zwei Radieschen haben wir eingepflanzt. Wir haben einen Haufen noch, die wir einpflanzen können.
Ich würde sagen, ich bringe einfach so eine goldene Pepper einfach dann mit. Morgen. Zum Luau, oder wie es heißt. Und, ich wollte noch Crafting. Ein Ofen. 20 Ko... das habe ich schon versaut. Das habe ich schon versaut. Aber wir können mal zu Gunther gehen. Gunther Kentel. Zum Black, zum Schmied, das uns nichts bringt. Wir bringen einfach mal die zwei Sachen zum Gunther. Und die Geoden können wir eh gerade nicht aufbrechen. Wenn wir ein bisschen wenig Geld haben. Und ich zeige euch das mal, was ich mit dem Angeln meine. Ich zeige es euch einfach mal. Okay. Wenn es gerade fertig wird, wenn ich da hier weggehe, dann, dann muss ich es machen. Dann bleibt hier nichts übrig. Dann muss ich da nochmal reinschmeißen. Zack. So. Das mit dem Angeln zeige ich euch mal, was ich meine, wovon ich die ganze Zeit rede. Wenn ich die Befürchtung habe, dass ihr mir den Kopf abreißt. Aber wir werden trotzdem mal angeln, auch wenn leider das Ding hier... Auch wenn ich die Mod ein bisschen versaut habe oder was das war. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Strand. Oder nee, wir gehen erstmal in Richtung Gunther hinter. Geben die zwei Sachen hier mal, den Topaz und die Skeletthand. Und nehmen hier die Sweet Pea mit. Donate to Museum. Zack. Zack. Kein neuen Reward. Ist ja fast ein wenig langweilig. So. Im Sommer ist leer am Strand, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Oder? Irgendwo hier müsste sie sein. Lea. Okay, Lea ist nicht am Strand. Ah ja, wir könnten unsere Krabbenfallen auch hier mal aufstellen. Nice. So, und wir angeln jetzt einfach mal ein bisschen. Wir angeln. Oh, geil, eine kaputte Brille. Ich glaube, das wird nichts. Film einfach mal auf. Gehen wir mal daher. Habe ich heute so schlechte Stellen zum Angeln? Laufen wir mal dahin. Geil, eine kaputte CD. Leck mich doch. Na komm schon. Seetang. Na komm. Muss doch endlich mal einen Fisch anbeißen. Ja. Und das meine ich. Der Fisch wird unten gehalten. Der Fisch wird unten gehalten. 13 Energie. Ich glaube, wir können noch einmal dann angeln. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich meine, was ich da ein bisschen versaut habe. Nein, ich war zu spät. Ich war zu spät. Thank you.
Yeah. Newspaper. Okay, wir können nicht mehr angeln. Nur noch als letzte Mal. Das letzte Mal. Na, begeben wir uns mal auf der Suche nach Lea. Die muss doch jetzt hier irgendwo sein. Sie will nämlich einen Salat, habe ich gehört. Ja, die will einen Salat. Na komm schon. Ja, wir haben einen Fisch. Oh Gott, das ärgert mich so sehr. Okay, wir haben auch keine Energie mehr. Gut, wir könnten so einen essen, da könnten wir noch zweimal angeln, aber das bringt jetzt nicht so viel. Die vergesse ich auch jedes Mal. Die vergesse ich jedes Mal. Lea, wo bist du jetzt? Lea, hier ist Lea, genau. Lea, ich habe was für dich. Oh, das ist genau das, was ich mir wünsche. Danke. Oh, du bist so lieb zu mir. Gern geschehen. Ich habe dir gern Salat gemacht. Wir müssen auch mal... Hätte ich ein bisschen Gold, würde ich sagen, wir können ja mal schauen, dass wir vielleicht unser Häuschen ein bisschen größer kriegen oder unser Häuschen verbessern können. Aber wir haben ja... Nichts. Wir haben ja wirklich nichts an Gold. Die Rainbow Shell, ich glaube, solche Sachen brauche ich auch für... Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich will mal die Krabben-Dinger die Krabbenfallen aufstellen. Die habe ich ja bekommen. Die Krabbenfallen. Ich glaube, auch morgen dürften die Melonen fertig sein. Was? Warst du hier drin? Nein. Hier schmeißen wir erstmal das raus. Und hier, ich will mal die Krabbenfallen aufstellen. Und du kommst in den Mülleimer. Du kommst in den Mülleimer und du kommst in den Mülleimer. Und hier die Krabbenfallen will ich mal aufstellen. Place in the water, load with bait and check the next day. If you see anything works in streams, lakes and oceans. Crab plot. Okay. Ich würde die jetzt einfach mal da unten aufstellen. So, ich glaube, Krabben mögen das so ein bisschen flaches Wasser. Ich stelle die jetzt einfach mal auf der kleinen Insel auf der Seite auf. Und dann gucken wir mal. Ah, morgen ist ja das Luau. Weiß ich gar nicht. Kann ich jetzt halt hier? Hier kann ich gar nichts anfangen. Hier kann ich es nicht hinsetzen. Aber hier. Setze ich es mal hierher. Oh, warte mal. Vielleicht schon so ein bisschen auseinander. So. Sich da noch eine her. Einfach mal gucken. Gehen wir mal wieder rauf. Wir haben eh nicht mehr, keine Energie mehr. Können nichts mehr machen. Ja. Die Angel schmeiße ich mal da runter. Vielleicht werden wir ja die Tage doch ein bisschen angeln. Aber bitte bringt mich nicht um wegen dem Mod. Oder halt... Ich glaube, das ist gar keine Mod. Ich habe es einfach nur versaut. Weil ich habe nicht da irgendwie überhaupt nicht auf die Versionen geachtet. Hey. Ah. Wir können ja noch einen Quarz reinschmeißen. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt schön entspannt schlafen. Ah. So. Die Sonne scheint. Die Melonen sind noch nicht fertig, aber dafür ist hier... Das Luau ist dafür da. Heute auch mit. Kann ich ein Radieschen? Kann ich Radieschenmarmelade machen? Nein, 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 nein. Ich kann Radieschenmarmelade machen. Alter. Was bist du jetzt? Grape Jelly? Ach, du heißt dann auch Grape Jelly? Okay. 9 Kupfer. Wir müssen aber erstmal hier ganz entspannt, wie immer, wie jeden Tag, uns um die Felder kümmern. Das Luau geht ja gleich los.
hat sie gesagt, ich glaube um 9 Uhr, oder? 9 EM? Oder AM? Bevor ich es vergesse. Diese eine Golden Pepper Brand nehme ich mit. Ich weiß zwar nicht, was es bringt, aber... So, zack, zack. Gleich mal Wasser nachfüllen. Gluck. Ich habe meinen Ofen gehört. So. Jetzt ist irgendwas fertig geworden. Hier noch ein bisschen. Zack, zack. Wir brauchen echt demnächst mal eine bessere Gießkanne. Oder die Sprinkler schon. Ich glaube, die Gießkanne ist realistischer, dass wir die demnächst bald kriegen. 5000 Gold war es, oder? Oder waren es 2500 Gold? Das wird ja immer so ein bisschen mehr. Ich glaube, 5000 Gold war das erste. Dann brauchen wir noch einiges bis dahin. Ach du Scheiße. Der Luau. Oder Luau. Luau. Glaube ich heißt es Luau. Ist losgegangen. Ja, 9 Uhr. Erst ums Feld kümmern, das ist wichtiger. Und dann schauen wir mal auf unser schönes Strandfestival. Zack, 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 zack. Hier schön entspannt alles ein. Wir machen die Erde so richtig schön feucht. So. Gleich haben wir es geschafft, Jungs. Gleich haben wir es geschafft. Ey, was machen wir dann, wenn wirklich einmal das ganze Feld von alleine geht mit Sprinklern und so? Das wird's ja fast ein wenig langweilig. Oh. Das Quarz ist fertig. Das Quarz ist fertig und wir schauen einmal zum Luau. Luau. Schauen wir mal vorbei. Zu dem schönen Strandfestival. Ich muss ja sagen, ich habe ja schon eine Farm auf im dritten Jahr. Da muss ich ehrlich gestehen, habe ich noch nichts an Sachen solchen Events mitgemacht, weil ich mich selbst nicht spoilern wollte. Ich wollte es in der Aufnahme mit euch zusammen machen. Oder ich glaube doch, bei einem habe ich mal vorbeigeschaut. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Ah, das Osterfestival war das. Ey, cool. Schau, look sharp. Schaut scharf. Der Governor ist hier. Okay. Hoffentlich hast du was mitgebracht. Ja, ich hab was mit. Oh. Sie ist vertieft. Mir ist langweilig. Vincent ist kein guter Tänzer. Oh, du bist mir auf den Fuß getreten. Ach. Das ist tiring. Weiß ich gar nicht. Ich würde tanzen, aber dann werde ich immer so schwitzig. Perfektes Wetter für eine Beachparty, oder? Na klar. Alex. One of your salmon of potluck soup. Ich soll die Abigail? Alle unterhalten sie. Also socialize. Es ist nervig, sich mit den ganzen Leuten hier zu unterhalten und den ganzen Zeug.
Ich schau lieber mir die See etwas an. Das Meer. Ja, ist auch schön. Ich glaube, sie ist nicht so der soziale Mensch. Boah, ich bin voll. Oh, gibt's noch irgendwas anderes zum Essen? Ja, ist voll gefressen trotzdem. Egal, was Linus da unten brät. Es stinkt. Gott sei Dank habe ich Sonnencreme aufgetragen. Linus? A slow rotation is the key. Für die perfekte Rüstung. Okay. Wie tut es für das Level? Give the government a taste of every... Okay. Jedes Jahr machen sie das Festival, um dem Governor zu zeigen, was für geile Sachen es hier gibt. Governor? Mir doch egal. Lea. Hallo. 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 Und wie klappt das? Farming so? Ich hoffe, es ist bestimmt ziemlich anstrengend für dich dieses Jahr, oder? Ich bin in meinem Haus aufgewacht. Das ist übrigens ein Haus hier. Und auf einmal, hä? Mitten in dem Ganzen hier? Ich bin hier hinten bei den Bäumen. Die Luft ist viel kühler. Ach, dem ist zu warm. Okay. Oh, vielleicht, wenn es dem Governor schmeckt, kann er die Geschäftssteuer hier etwas runterbringen oder runter machen. Vielleicht mag er alten Whisky. You added hot pepper to the soup. Ah, jetzt wird's ein bisschen scharf. Ach, mit der will ich hier noch reden. Kostenloses Buffet. Fangen wir mal an, oder? Ja, starten wir mal. Warum starte eigentlich ich immer das Festival? Solche Festivals. Wo bin ich? Ach, da unten. So Leute, es ist wieder, die Zeit ist wieder gekommen. Kommt einmal im Jahr. Potluck Simori? Ich vertraue euch, dass ihr nur hohe Qualität in den Ding, in den Pot geworfen habt. Wir wollen nicht, dass der Governor enttäuscht ist über seinen Besuch hier im Valley. Gut, Governor, möchtest du denn die Ehre haben des ersten Business? Natürlich. Natürlich. Ich freue mich schon das ganze Jahr darauf. Wird ein bisschen scharf sein, oder? Oh oh. I don't much to say about this. It's an... I don't have much to say about this. Ist eine... Okay. Ich hab doch... Es ist nichts Besonderes, aber auch nicht schlecht. Alter, ich hab doch hier... Ich hab goldene Pfeffer dafür. The soup was just erwähnt, but otherwise the lure was a success. Alter, ich hab eine goldene Pfefferschote reingeschmissen, damit ein bisschen Würze reinkommt. Es ist nichts Besonderes, aber... geht schon. Alter! Ich hab eine goldene Pfefferschote geopfert. Scheiß Festival. Ich gehe jetzt ins Bett. Lass mir in Ruhe. Ja. Könnte ich mich aufregen, ey. Das war meine beste Pfefferschote. Und die, da ist nichts Besonderes. Ich hau den in die Fresse. Der kriegt mein Schwert.
Wer hat denn dann hier nichts Richtiges reingeschmissen hier? Oder war Pfeffer einfach zu scharf? Kann der nicht scharf essen? Gibt's ja auch. Seid ihr Tomaten? Nein, ihr seid gar keine Tomaten, oder? Ihr seid keine Tomaten, oder? Doch, es sind Tomaten. Okay. Also Tomaten hatten wir schon gehabt. Jetzt habe ich irgendwie die Befürchtung, dass ich nichts anderes mehr anpflanzen kann. Weil unser Feld nur Sachen hat. Das wächst dauert, das wächst dauert. Okay, wir haben hier oben noch Melonen. Wir hängen heute übrigens mal einen dritten Tag mit ran. Normalerweise ist es ja immer so circa nach 2 Tagen vorbei. Schluss, die Folge. Aber da ich ja noch nicht mal die halbe Stunde geschafft hatte. Durch das Luar ging ja der Tag schnell rum. Alter, ich habe eine goldene Pfefferschote reingeschmissen. Das ärgert mich, das ärgert mich. Was soll man denn dann reinschmeißen? Ich habe ja wirklich was Goldenes reingeschmissen. Was Besseres hatte ich ja nicht. Und jetzt muss man da mehrere goldene Sachen reinschmeißen. Aber nee, ich bin ja sofort weggegangen. Ich bin verwirrt. Was ist eigentlich das kleine Pflänzchen da? Gleich Wasser holen gehen. Ich mach das mal anders da. So, da muss ich nicht so weit laufen. Ich glaube, das sind auch Tomaten oder das hier. Über den Winter will ich auf jeden Fall richtig viele Erze zusammenbekommen. Damit mir richtig schön nice viel Sprinkler und alles machen können und so unser ganzes Zeug auch upgraden können. Aber wir haben den 12. Tag, das heißt alles was über 28 Tage hat ja der Sommer. Das heißt wir haben noch 16 Tage Zeit, irgendwas anzupflanzen. Dann gucke ich mal hier oben. Alles, was bei 16 Tage ist. Warte mal. 11 Tage Tomato-Seeds. Okay, Tomaten haben wir eh. Summer-Seeds. Weiß man natürlich nicht, was es ist. Radieschen 6. 14 Tage Korn. Gut, das geht in beiden. Du bist eh im Spring. Blueberry-Seeds. Brauchen 13 Tage. Ich glaube, das sind Blueberries hier. Ich weiß es aber nicht. Ich denke, die haben wir gekauft, Blueberries. Ein zweites Feld. Wir haben eh schon kaum Energie. Dürft's eigentlich kaum. Dann dürft's ja nicht mehr hinhauen. Mit dem Ding. So, aber ich will mal ein bisschen was craften. Und zwar so ein Beehaus. Eisen. Okay, Eisen habe ich nicht. Marble Syrup habe ich alles nicht. Okay, dann Tap brauche ich. Da brauche ich Tepper. Okay. Oh, Gold. Hier, Kohle und Stein.
Earth Crystal Copper Bar. Hardwood Copper Bar. Hier fehlt mal Eisen. Mache ich davon noch was? Ich habe doch genug Kohle, oder? Mache ich nochmal 8 Kohle. 8 Kohle. Und Stein, 40 Stück. Oder? Nee, was habe ich gebraucht? Ach, und Holz. Und Holz. Kann ich da nochmal jetzt herstellen? Zack. Oh, was ist das? Ach so, ja. Stelle ich jetzt nochmal einen her. Hier. Und Steinweg vielleicht auch noch. Fehlt ja auch noch ein bisschen was. Oh, da habe ich sogar. Noch einen Steinweg. Und zwar hier hinten habe ich gesehen, da fehlt noch was. Zack. So. Du, den Steinweg wieder raus. Wir gucken mal hier rauf. Rein und dann räumen wir unsere Farm weiter auf. Ja, natürlich richtig viele Pilze. Oh, mal andere Pilze. Nice! Ja, und wir müssen auch mal wieder was verkaufen. Ein bisschen was bekommen für den Herbst wieder. Ich weiß aber nicht, was wir verkaufen. Mir wäre es ja irgendwie am liebsten, wenn wir mal alles schnappen. Oder halt mal mit einem Community. Nein, scheiße. Ich mag doch meine Ordnung so, wie sie ist. Hier ins Community Center. Schauen wir mal hier. Summer. Brauchen wir Hot Pepper, eine Tomate und eine Melone. Also Hot Pepper haben wir. Eine Hot Pepper und eine Tomate. Was brauchen wir hier? Jelly. Können wir mitnehmen? Eine Jelly. Spicy Berry, Hot Pepper Jelly, Grape Jelly. Ich nehme jetzt einfach mal die Spicy Berry. Okay. Ansonsten haben wir nichts. Hierfür, oder? Nein. Animal Bundle, okay, da fehlt uns wirklich noch einiges. Müssen wir doch mal Animals noch machen. Das haben wir eh noch nicht, weil wir haben ja noch nicht Fall. 5 Melonen. Okay. Ist eigentlich machbar. Crafts Room, hier fehlt Winter Foraging. Exotic. Da würden uns die Tarsachen fehlen hier. Das Resin und alles. Die Flaschen hier von den Bäumen. Ah, können wir leider noch nicht. Roten Pilze haben wir auch noch nicht. Voll. Ja gut, da haben wir den Pilz schon eingelagert. Blackberry. Construction, da fehlen die Hardwood. Wäre noch nicht. Was ist hier? Fischtank. Riverfish. Lakefish, wenn wir alles nicht haben. Wir haben so einen roten gekriegt. Red Snapper. Bist ein Red Snapper, du bist ein Red Mullet. Okay, haben wir nicht. Boiler Room. Da könnten wir einen Kupfer mitnehmen, oder? Nehmen wir mal das eine Kupfer mit. Bulletboard, Vault. Eieiei, Boiler Room. Oh. Was fehlt uns hier? Quarz. Ah, F-Crystal. F-Crystal haben wir noch einen. Ich hätte das Quarz mitnehmen sollen. Mist. Hier. 99 Slime. Haben wir 99 Slime? Haben wir nicht. Okay, haben wir nicht. Okay, das ist alles Gold. Das ist aber noch nicht. Hier haben wir auch nichts. Hier haben wir... Ich glaube, wir haben hier die Sea Origin. Ja, die haben wir. Das haben wir nichts. Was haben wir hier? Auch nichts. Hier auch nichts. Hier. Ah, Weizen brauchen wir hier. Da könnte man Weizen kaufen eigentlich. Okay, dann tragen wir das mal schön entspannt rauf. Und den Rest verkaufen wir mal. Damit wir ein bisschen Gold wieder zusammenbekommen. Haben wir jetzt eigentlich alles durchgeguckt. Das heißt, uns geht es ja ganz gut. Kommen schon ein bisschen voran wieder. Ein paar Sachen kriegen wir wieder hin.
Und dann gucken wir auch mal zum Strand runter, ob denn da was jetzt schon drin ist. In unseren Krabbenfallen. Ach, da ist das Community Center, nicht der Weg. So, hallo. Ich bin mal wieder da. Die laufen gleich weg von mir. Ich mach denen doch gar nichts. So, warte mal. Hier, Exotic. Nee. Voll? Nee. Hier haben wir alle. Hier konnte man gar nichts machen. Genau. Muss jetzt aufgehen, dass wir alles weg haben. Aber hier. Summer. Zack. Zack. Exotic. Hier haben wir das. Genau. Da drüben tragen wir dann mal die Sea Origin gleich mit hierher ans Bulletin. Oder an Ausschreibung, ich weiß ja nicht, was es ist. Hier. Zack. Und hier unten in den Boiler Room tragen wir doch einmal noch das. Und hier den Earth Crystal. Da haben wir ja auch ein bisschen was zumindest. Haben leider kein Bundle geschafft, aber... Es wird ja noch werden. Wir haben ja noch Zeit. Ich würde schon gern das hier fertig bekommen. So, dann schauen wir mal runter zum Strand. Ob es da was gibt. Alter, der ist immer so grießkramig. Moment, ich jetzt hier? Nö. Der ist immer so grießkram. Immer schön wegen im Müll wühlen. Gucken wir mal rüber, ob wir eine Krabbe oder sowas bekommen haben. Strand liegt auch gerade nichts rum. Schade. Eine Muschel. Brauchen wir davon was? Scheiße! Ich denke, das war nur in dem mittleren Bundle hier. Ja. Ich bin wieder da drauf gekommen. Wir könnten Lea noch einen Salat bringen. Genau, wir könnten Lea... Oh, wir haben schon zwei Herzen. Ist da schon was drin? Nein, nein, nein. Einfach mal daher, zack. Oh, noch so eine Sea Origin. Da. Nice. Was hier rumliegt? Cockle. Lea, bist du denn schon hier? Lea ist noch nicht am Strand. Weil steht sie immer hier unten irgendwo. Oh. Lea ist nicht am Strand. Schade. Dann angeln wir ein bisschen. Vielleicht taucht sie ja da gleich auf. Wo ist meine geliebte Lea? Zack. Ein bisschen angeln. Vielleicht kriegen wir ja irgendwann nochmal ein Angel-Upgrade. Hit! Yeah. Ja. Was eh eigentlich egal ist. Perfekt, ja. Red Mullet. Brauchen wir die nicht? Brauchen wir die nicht? Ich kann auch nicht ins Inventar gucken. Voll entspannt, wie er ausschaut. Seetang. Wir haben halt Freitag, wir müssen der Frau jetzt langsam noch mal eins geben. Wir haben sogar noch wegen Energie übrig. Jetzt haben wir angeln noch ein bisschen. Ja, komm. Kein Seetang. Ich will keinen Seetang. Ich will Fische. Fischchen, Fischi, die Fischfisch. Okay, das hatte gerade hier keinen Sinn. Ansonsten könnte... Oh.
Yay, noch ein Buch. Na, noch ein verlorenes Buch gefunden. Sonst können wir ja mal in die Bar schauen, ob Lea da schon da ist. Ich glaube, um 6 Uhr ist sie offen. Die ist nicht abends gerne in der Bar. Lea ist schon da, okay. Lea, guck mal, ich hab... Wo war denn das? Red Snapper, nein. Oh, das ist genau das, was ich mir wünsche. Du schenkst mir immer so viel Salat. Oh, du machst mich richtig glücklich. Oh, Lea. Würde ich doch jederzeit für dich tun. Aber warum sind da fehlen da noch zwei Herzen? Wird die gleich geplatzt? So, geh mal unten mal am Fluss angeln. Hier an dem einfach mal. Ah, vielleicht beißt hier etwas an. Ein Fisch. Ja, das ist unfair. Den krieg ich nie im Leben. Das ist unfair, den krieg ich nie im Leben, den Schatz. Den würde ich auch so nicht kriegen. Pike. Ich glaube, den brauchen wir. Fischtank, River. Catfish, Shad, Tiger Trout, Sunfish, nein. Nightfish Bundle sowieso nicht. Lakefish? Den brauchen wir nicht. Wir müssen erst wirklich das Angeln vielleicht ein bisschen hochbekommen. Ei, 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 ei. Was gibt's denn hier, Pierre? Nein, da wollte ich nicht hin. I will love you forever when you bring me a seaweed. Haley. Müssen nur Haley finden. Kann ich in das Haus noch rein? Hier wohnen die. It's locked. Schade. Waren etwas zu spät. So. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal hier rüber. Schmeißen nochmal alles rein. Und verkaufen alles. Wir brauchen nämlich ein bisschen Geld. Mit 112 Gold kommen wir nicht weit. So, das kann weg. Das kann mal alles weg hier. Bis auf das Seaweed. Das will ich aufheben. Das möchte ja Haley haben. So, oh, wir haben keinen Platz mehr. Inventar ist voll. Es würde mich jetzt echt gern mal interessieren, was wir da alles ein bisschen bekommen. Wie viel Gold? So, alles verkauft. Und wir gehen schlafen. Fast 5000 allein durchs Farming. Die Tomaten brennen natürlich, weil es halt 48 Pfeffer, weil es einfach viel war. Und hier? Ja, ist auch schon einiges, ja? Nice. Foraging. Fishing. Anderes? Okay, nice. 8000 Gold haben wir fast gekriegt. Jetzt haben wir aber 8000 Gold. Und damit würde ich sagen, falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich auch, wenn du ein Abo da lassen würdest. Man sieht sich. Tschüss.